zusammen. Heute steht der Rolf neben mir. Hallo Rolf. Hallo Susi. Rolf ist verantwortlich für alle Küchenbereiche hier im Tropical Islands. Und Rolf, vor einigen Tagen hat ja der Umbau des Mondial begonnen. Inwieweit wird sich das denn für unsere Gäste verändern? Wir haben einen offenen Kassenbereich, wo dann unsere Gäste erstmal die einzelnen Stände anlaufen können, sich ihr Essen aussuchen können, über live gekochte Nudeln, also ganz frisch vor den Augen des Gastes. Wir werden auch das ganze Kochen mehr nach vorne rücken, sodass der Gast mehr da zuschauen kann, wie sein Essen zubereitet wird. Wir erhöhen also den Frischegrad. Köche können sich jetzt dann nur aufs Kochen konzentrieren. Welche Alternative gibt es denn jetzt während des Umbaus für die Gäste? Wo können sie sich ihr Essen holen? Momentan haben wir die Alternative, dass unsere Gäste in beiden Airstreams hier sich ihr Essen holen können. In dem großen Airstream gibt es den amerikanischen Part und die Currywurst. Und in dem kleinen, wo schön das Maul aufgeht, da gibt es dann Flammkuchen extra und unsere bewährte Pizza. Des Weiteren können unsere Gäste im Savade sich mit den Schnitzel, den Nudeln und den selbstgemachten Salat versorgen. Ja, wie man hier im Hintergrund sieht, Sitzmöglichkeiten gibt es ja nicht viele. Wo können denn die Gäste essen? Unsere Gäste können im Savadee essen. Sie bekommen jetzt hier am Trag mit dem Getränkebecher, den sie kaufen, eine kleine Visitenkarte, wo sie so eine Art Landkarte drauf haben, der ihnen dann den Weg zum Savadee beschreibt, wo sie sich dann hinsetzen können und auch noch ihr Getränk holen können. Gut, lieber Rolf, dann bedanke ich mich für das nette Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich.